Wir sind heute hier beim Geo Business Forum. Heute geht es vor allen Dingen um die Fragen Wirtschaftsförderung durch Geodaten. Es geht vor allen Dingen auch um Startups. Wie können Startups Geodaten nutzen in ihren Geschäftsprozessen? Und als großes Thema natürlich auch Inspire. Wie kann Inspire genutzt werden für die Verwaltung und natürlich auch für die Wirtschaft? Unterschiedlichste Themen, die mit der Geobranche in irgendeiner Art und Weise zu tun haben, wirklich auch aufs Tablett. Es wird nicht bloß über Geodaten gesprochen, sondern es wird vor allen Dingen über den Umgang mit Geodaten gesprochen. Jetzt hatten wir gerade Bereiche dabei von Startups, von jungen Unternehmen, die Geodaten nutzen, in unterschiedlichsten Bereichen, die Social Medias benutzen, mit Geodaten verbunden. Also es geht darum, Geodaten aus anderen Branchen miteinander zu kombinieren. Die Maschinen werden immer schlauer, brauchen immer mehr Informationen in Form von Daten, um ihre Jobs zu machen, Menschen zu transportieren, Dinge des Alltags zu erledigen. Diese Menschen oder diese Maschinen müssen mit Daten gefüttert werden. Das sind super viele Chancen für junge Unternehmen, für Innovationen. Die große Herausforderung aus meiner Sicht ist, Lösungen anzubieten, damit auch kleine Geodatenanbieter bereit sind, in der Lage sind, ihre Daten über die Geodateninfrastruktur anzubieten. In der Digitalisierung und im digitalen Bereich kann man sehr schnell testen, kann man sehr schnell Dinge ausprobieren. Man bekommt sehr schnelles Feedback von den Usern, vom Markt, wird was angenommen oder nicht. Dass die Daten wirklich für jedermann offen und frei zur Verfügung stehen. Das heißt, sogar meine Oma könnte sich die Daten runterladen und analysieren und versuchen, eigene Ideen auf Basis dieser Daten zu entwickeln. Die einzige Konstante bei Geodaten und Geodatenprozessierung ist eben die Innovationskraft. Ich finde, Innovationskraft bei Geodaten und bei Geo-Unternehmen ist ein entscheidendes Potenzial und das bleibt immer erhalten, wird auch nie irgendwie von gestern sagen. Ich erwarte von der Diskussion, dass es zumindest auch noch mal einen Anschub gibt für den gesamten Bereich Geodaten und vor allen Dingen auch noch mal eine Relativierung, dass wir sagen, okay, Open Data ist eine Möglichkeit, staatliche Geodaten, die wir trotz dessen über Lizenzierung verbreiten, ist eine andere Möglichkeit, also nicht schwarz-weiß, sondern tatsächlich auch mehrgleisig fahren. Zeigt, dass das Thema Geodaten jetzt nicht nur in der, ich sag's mal, primären Geo-Ecke hängen darf, sondern dass wir mit Geodaten, mit dem Potenzial der Geodaten auch andere Bereiche aufbrechen können und damit auch wirtschaftlichen Mehrwert bekommen können. Und das ist auch ein Beispiel bei uns auch im Geo-Business-Forum gewesen, dass wir unterschiedliche Bereiche angesprochen haben, Startups, neue Ideen auch aufgezeigt haben und dass das Potenzial Geodaten wirklich auch in verschiedensten Bereichen wirtschaftlich genutzt werden kann.